Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Früh such ich sein Angesicht, dien ihm bis sein Tag anbricht. Ich vertrau auf Gott, dem Vater, er weist mir den Weg. Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Früh such ich sein Angesicht, dien ihm bis sein Tag anbricht. Ich vertrau auf Gott, den Vater, er weist mir den Weg. Ich möchte noch einmal alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute auch eine Online-Zuschaltung. Dort möchte ich auch alle sehr herzlich begrüßen. Ganz besonders die Geschwister, die aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein können. Schön, dass ihr hier unseren Gottesdienst mitverfolgen könnt. Ich denke, als wir heute hier zu dem Gottesdienst gekommen sind, da haben wir gleich gesehen, heute ist was anderes. Es war schön dekoriert. Man hat gleich viele Menschen ganz früh schon erlebt und der Saal ist heute voll. Die Tribüne ist voll und das aus einem Grund. Wir haben heute ein ganz besonderes Fest, das Erntedankfest. Heute ist ein Fest der Freude. Ein Fest, wo wir wirklich fröhlich sein können und diese Freudigkeit unseren Gott aussprechen dürfen. Wir dürfen heute feiern. Aber wann hat es eigentlich diesen Ursprung gehabt? Warum feiern wir überhaupt Erntedank? Gleich am Anfang, als Gott die Menschen schuf, das war ein sehr schönes Leben. Man hatte überall Früchte gehabt und man musste sich um gar nichts kümmern. Man musste sich nicht groß Gedanken machen, wie kann ich jetzt über den Tag kommen, wie kann ich überhaupt meinen Magen voll bekommen. Ich glaube, das ist ein Leben, was sich heute viele wünschen. Einfach aufstehen und den nächsten Baum suchen, um zu essen und sich gar nicht die Sorgen machen, was ich machen soll, wie ich aber arbeiten soll. Aber Gott hat eine Veränderung gebracht. Er hat gesagt, es wird nicht mehr so bleiben. Ich möchte uns kurz diesen Bibelvers vorlesen aus 1. Mose, im 3. Kapitel, Vers 17. Dort lesen wir folgende Worte. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Das Leben, was Adam und Eva hatte, war, wie man oft sagt, ein Paradies. Doch durch diesen Sündenfall hat Gott ihnen geboten, ab jetzt sollt ihr es nicht mehr so einfach haben, ab jetzt müsst ihr euer Brot selber verdienen. Und das haben wir bis heute. Bis heute mühen wir uns ab, unsere Ernte zu bringen, mühen wir uns ab, Lebensmittel zu kaufen. Wir können nicht einfach nichts machen und dann erwarten, dass wir alles bekommen.
wir müssen etwas dafür tun. Und dieser Fleiß hat auch einen Preis. Gott sagt, im Schweiße eures Angesichts. Es ist nicht einfach. Aber wir dürfen uns heute freuen, wir haben vollgedeckte Tische. Wir haben überaus reichlich gedeckte Tische. Und deswegen haben wir heute ein Freudenfest. Wir lesen in Prediger 2, im 24. Kapitel, Folgendes: Ist es da nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genieße, lasse in seiner Mühsal? Doch ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer essen und wer kann genießen ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharen und es den abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach dem Wind. Wir sehen hier, wir sind vollständig abhängig von Gott. Wir können wohl sagen, wir haben viel angelegt, damit wir unseren Lebensunterhalt verdienen, aber letztendlich ist es rein abhängig von Gott. Dadurch, dass wir uns selber drum kümmern müssen, sind wir abhängig von Gott geworden. Und er möchte das. Und vor allen Dingen möchte er es, wenn wir genug zu essen, zu trinken haben, dass wir ihm Dank geben. Es ist nicht überall so, dass wir auf der Welt so gut versorgt sind mit Lebensmitteln. Ich habe öfters einen älteren Herrn in der Gemeinde besucht, mit der Jugend. Und bei ihm habe ich gesehen, er hat was erlebt, was ich nie erlebt habe. Er hat mal einen Anruf bekommen von seinem Heimatland, wo er groß geworden ist. Und nach dem Anruf war er ein Trainer. Er hat geweint. Wir haben uns gefragt, warum? Er sagte, die Ernte ist dort hinten schlecht ausgefallen. Ich denke, gut, aber uns geht es ja hier gut. Er hat etwas empfunden, was ich so stark nie empfinden kann, dass Menschen hungern. Dieser Mensch hat erlebt, wie es ist zu hungern. Er hat gesehen, wie Menschen nach Nahrung verlangen, aber sie nicht bekommen. Wie Eltern ihren Kindern zusehen müssen, wie sie hungern. Und daran hat er sich erinnert. Ich habe nur gedacht, es ist ein großes Land, die können sich ja wahrscheinlich noch anderswegs versorgen. Aber für ihn war das was Großes, was Trauriges. Wir leider in unserer heutigen Zeit, oder meine Generation, jünger und ein bisschen älter, wir kennen sowas wie Hunger nicht. Im Grunde genommen gehen wir selbstständig davon aus, dass wir nächstes Jahr genug zu essen haben werden. Aber weil wir so abhängig sind von Gott, ist es jedes Jahr ein Wunder, dass wir eine gute Ernte haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jedes Jahr gut essen. Ich bin hier in Deutschland unterwegs gewesen, Richtung Osten, und dort habe ich auf der Straße rechts und links Getreidefelder gesehen. Und ich fahre diese Straße lang und fahre und fahre. Und ich glaube, ich untertreibe sogar. Ich bin 100 Kilometer gefahren und rechts und links neben mir waren nur Getreidefelder. Ich war sehr erstaunt von dem Anblick, einfach nur zu fahren und nur rechts und links wachsendes, gesundes Getreide zu sehen. Und ich dachte, was für ein Reichtum. In vielen Ländern auf der Welt haben wir diesen Reichtum nicht. Wir haben gar nicht diese Möglichkeit, in der Form und in der Masse Lebensmittel anzubauen. Wir haben Länder, wo große Dürre ist. Wir haben Länder, wo politische Uneinigkeiten sind, Unruhen, Bürgerkriege, wo die ganze
Struktur nicht funktioniert. Dort leiden Menschen Hunger heutzutage. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, als wir die Pandemie hatten, uns ging es gut, aber in einigen Ländern, gerade in dritte Länder, da gab es plötzlich einen Stopp. Die Geschäfte hatten zu, die Lieferketten waren dicht und plötzlich gab es gar nichts mehr zu kaufen. Wenn wir die politischen Unruhen jetzt in der Ukraine sehen, man spricht immer wieder über ein Getreideabkommen. Ukraine schifft sehr viel Getreide in Richtung Afrika, weil sie es in den Massen nicht anbauen können. Und sie sind darauf angewiesen. Wir können es hier selber. Lasst uns ganz darauf aufpassen, dass wir es nicht vergessen, dass wir absolut abhängig sind von Gott. Gottes Strafe war es ganz früher zu Israels Zeiten oft gewesen, also das Volk Israel, dort gab es oft die Strafe: Wenn ihr meiner Stimme nicht gehört, dann wird das Feld keinen Ertrag ausrichten. Gott hat die Menschen damals gewarnt. Und dann wird Hunger kommen, wenn ihr mich verlassen werdet, wenn ihr die anderen Götter anbetet. Gott spricht, hat dort oft gesprochen und es gab solche Hungersnöte in dem Volk Israel. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir nicht nur heute Gott danken, sondern unser Leben einfach Gott ganz geben, dass wir nicht nur heute Dank sagen, sondern dass wir unser ganzes Leben Gott weihen, für ihn lieben, leben und mit ihm zusammen unser Leben gestalten. Ich möchte noch einen letzten Vers lesen, den finden wir in Jakobus 2, dem 24. Kapitel, dem zweiten Kapitel, 15. Vers, Jakobus 2, 15. Dort finden wir folgende Worte: Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Die Bibel spricht davon, wenn wir Menschen begegnen, die hungern und sagen: Ja, Gott segne euch, geht es, wärmt euch, aber sie haben es gar nicht und wir wissen es, dann ist es ein toter Glaube. Ich denke, die meisten von uns sind in der Lage, Menschen, die Hunger bedürfen, Geld zu spenden an verschiedene Organisationen, wo wir wissen, dass das doch wirklich ankommt. Wir haben die Mittel dazu, hungernden Menschen zu helfen. Ich spiele oft mit den Gedanken oder öfters mit den Gedanken, wie das wäre, wenn ich selber in dieser Situation wäre. Wenn ich nicht wüsste, wie ich über den Tag komme. Vielleicht würde ich mir denken, wenn ich Geld hätte, ich hätte so viel getan, dass andere Menschen nicht hungern hätten. Ich glaube, manchmal müssen wir uns einfach in die Situation anderer hineinversetzen. Wir haben die Mittel. Oft, vielleicht weil es auch uns so gut geht, denken wir gar nicht dran, anderen Menschen von unserem Reichtum was abzugeben. Und das nicht zu vergessen. Wir möchten gleich zusammen beten. Ich möchte, dass wir gleich Gott von Herzen einen Dank aussprechen für diese gute Ernte, die wir dieses Jahr hier bekommen haben. Es ist nicht selbstverständlich und es ist ein Wunder, dass wir so eine gute Ernte hier in Deutschland haben. Ich bin in Ländern gewesen, wo es sehr heiß ist, Dürre. Und als ich hier nach Deutschland kam, ist mir eins aufgefallen: Es ist alles grün. Im Sommer ist alles grün. Man fährt über die Autobahn, es ist grün. Man fährt in der Siedlung vorbei, es ist grün. Es wächst und gedeiht. Und diesen Dank müssen wir Gott aussprechen.
Amen. Wir beten. Ich denke, in der letzten Zeit sind die meisten von uns vielleicht durch irgendwelche ländlichen Gegenden gefahren und wir haben gesehen, wie der Getreide oder das Getreide geerntet wird, wie der Mais geerntet wird. Und wir nehmen das vielleicht einfach als so selbstverständlich an, dass, ja, dass dieses Getreide dort geerntet wird. Jemand so wie ich, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus und weiß vielleicht auch gar nicht, wie viel Arbeit eigentlich dort hintersteckt, die der Bauer da eigentlich leisten musste, dass dieses Getreide, dass es gut ist, dass man das nutzen kann, dass der Mais wirklich wächst, da hängen sehr, sehr viele Faktoren mit zusammen. Am Anfang nimmt der Bauer diesen Acker und beackert ihn, grubbert ihn, lockert die Erde auf, damit dort etwas gepflanzt werden kann. Er macht sich darüber Gedanken, welche Frucht möchte ich dort anpflanzen, weil auch das hängt damit zu tun, wenn ich in diesem Jahr diese Frucht anpflanze, kann ich im nächsten Jahr das machen und so weiter und so fort. Er muss sich wirklich Gedanken darüber machen, welche Frucht möchte ich hier auf diesen Ackerboden anpflanzen. Und wenn ja, diese Pflanzen anfangen zu wachsen, dann muss er diese schützen vor Gräsern, die dort vielleicht dazwischen kommen, Unkraut, der dort wächst und man spritzt Gift auf diesen Ackerboden, damit dort nichts wächst, was dort nicht wachsen soll. Der Bauer, er achtet darauf, dass von außen nichts an sein Getreide, an sein Mais kommt, das den beeinflussen kann, negativ beeinflussen kann. Irgendwann mal kommt vielleicht die Zeit des Düngerns, wo der Bauer ja sein Feld bedüngern möchte, damit diese Früchte stärker wachsen. Und irgendwann mal kommen wir dann zu der Zeit, wo diese Ernte geerntet werden kann, wo alles reif ist, wo es so weit ist, dass er mit seinem Mähdrescher kommen kann und das Ganze abmähen kann. Und genau so ist das auch in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben. Wir, an unserem Herzen wird gearbeitet. Vielleicht durch Gott persönlich oder Menschen, die um uns herum sind, hat jemand daran gearbeitet, dass wir heute Morgen hier sind, dass wir die Entscheidung getroffen haben, mit Jesus zu leben. Und dann kommen wir in diese Phase, wo wir Frucht bringen müssen, sei es im Dienst vor Gott, sei es für die Menschen, die um uns herum sind. Wir müssen uns im Glauben schützen, wir müssen anfangen, uns vorzubereiten gegen die Angriffe des Teufels, damit unser Glaube, dieser Samen, der gesät worden ist, dass dieser bestehen bleiben kann und dass dieser wachsen kann. Und genauso wie dieser Bauer seine Ernte düngt, damit sie reich an Früchten wird, genauso müssen wir uns in unserem Glaubensleben düngen. Wie düngen wir uns in unserem Glaubensleben? Indem wir uns immer wieder in der Verbindung mit Gott stärken. Immer wieder, dass wir ins Gebet kommen, dass wir Gott suchen, dass wir im Gebet stehen, dass wir Lieder singen, dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen kommen, damit wir uns stärken können. Genau wie dieser Dünger diese Pflanzen stärkt. Und irgendwann mal wird auch in unserem Leben die Zeit der Ernte kommen, wo Jesus wiederkommen wird, um seine Gemeinde abzuholen. Wo Jesus wiederkommen wird, um die an ihn glauben, ihn abzuholen. Und deswegen steht heute Morgen ganz besonders die Frage im Raum, wo bin ich? Lass ich Gott an meinem Herzen arbeiten? Lass ich Gott in meinem Herzen wirken, damit ich eine Entscheidung treffe für ihn? Heute Morgen sind viele hierher gekommen, die vielleicht sonst nicht zum Gottesdienst gehen, die vielleicht noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Ich möchte uns heute Morgen ganz klar sagen, dass wir jetzt vielleicht in der Zeit leben, wo unser Acker, wo unser Herz bearbeitet wird. Es wird aber die Zeit kommen, wo diese Zeit vorbei ist, dass an unserem Herzen gearbeitet wird. Dass dann die Zeit kommen wird der Ernte, wo es vorbei sein wird, wo wir vor Gott stehen werden und wo wir Rechenschaft dafür abgeben müssen, für das, was wir getan haben. Und wir werden gleich drei Lieder in Folge hören. Wir werden als erstes ein Lied hören über diesen Ackermann, wo darüber gesprochen wird, welche Arbeit dieser Ackermann hat. Danach werden wir ein Lied vom Chor hören und nach dem Lied vom Chor werden wir ein Zeugnis hören von Nathalie Genschel, die persönlich aus dem Leben erzählen wird. Wir hören jetzt als erstes das Lied. Lieb auf und sieh du das Bild. Lieb auf und sieh.
Schreckensbotschaft, dir verbleibt kein Raum. Was stehst du noch müßig?
keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Als Gustav Knack im 18. Jahrhundert diese Worte verfasste, schrieb er das Lied auf, er schrieb das, was ihm auf der Seele lag. Doch er ahnte nicht im Geringsten, dass dieses Lied 100 Jahre später einem Menschen das Leben retten würde. Man schreibt das Jahr 1942. Die Deutschen kämpfen gegen die Sowjetunion. In dem Ort Ljubina in der Gegend von Omsk wohnt eine Familie. Vater, Mutter mit ihren Söhnen und einer 6-jährigen Tochter namens Frieda. Im November 1942 wurden alle Männer aus Friedas Dorf in die Trutarmee nach Kysyl eingezogen und zur Zwangsarbeit im Kohlebergwerk unter Tage gezwungen. Zu diesen Männern gehörte auch Friedas Papa. Als der Vater das Haus verließ, erwartete die Familie gerade ihr 6. Kind und somit war die neue Situation für alle sehr herausfordernd. Die Abwesenheit des Vaters merkte man an allen Ecken. Die Kinder mussten aus allen ihren jungen Kindeskräften mit anpacken, um überleben zu können. Als das 6. Kind zur Welt kam und 4 Wochen alt war, wurde auch Friedas Mutter gezwungen, in der Safrose als Bäuerin mitzuarbeiten, wo sie die Verantwortung für 15 Kühe übernehmen musste. Dies beinhaltete das Melken der Tiere, das Beschaffen von Futter und die Stallpflege. Somit konnte sie nur am Wochenende nach Hause kommen und sich um die Kinder und das Haus kümmern. Von nun an begann die kleine Frieda mit ihren 6 Jahren eine neue Aufgabe, der sie überhaupt nicht gewachsen war. Sie musste sich um das 4 Wochen alte Baby kümmern, Essen kochen und den Haushalt, bis ihre Mutter am Wochenende nach Hause kam. Ihre Brüder, die zum Teil 12 und 10 Jahre alt waren, wurden im Dorf auch schon zur Arbeit gezwungen und mussten Wasser zu den Feldern fahren. Da von nun an für den Staat alle arbeiten mussten und alle Erträge, die man zu Hause erwirtschaftet hatte, dem Staat zur Verfügung gestellt werden mussten, litt die Familie immer zunehmend an Hunger. Man musste das essen, was man irgendwo heimlich draußen gefunden hatte, zum Beispiel Beeren oder Pilze. Frieda hatte gerade ein Eimerchen mit Beeren gesammelt und wollte sie nach Hause bringen, als ein Aufseher auf seinem Pferd sie sah und das kleine Mädchen mit der Peitsche blutig geschlagen und das Eimerchen vor ihren Augen ausgekippt hatte. Wenn die Mutter am Wochenende nach Hause kam, brachte sie ein bisschen Brot mit, welches aus Mehl, Sägespänen und Wasser zubereitet wurde. Dieses Brot wurde dann auf alle Kinder aufgeteilt. Jeden Tag aufs Neue war es ein Kampf ums Überleben. Wenn Frieda aus Mitleid zu ihrem kleinen Geschwisterchen ihr eigenes Stück Brot abgeben musste, bekam sie Ärger von ihrer Mutter. Aber diese bettelnden Kinderaugen, die immer nach mehr fragten, sie konnte sie nicht ablehnen. Wenn dies auch bedeuten würde, selbst mit leerem Magen schlafen zu gehen. Nach einiger Zeit durfte die Mutter erstmals Briefkontakt zu ihrem Mann aufnehmen und daraufhin auch mal ein kleines Päckchen zu ihm schicken. Die Mutter bemühte sich sehr, dem Papa einige Lebensmittel hinzuschicken, wie gekochte, ganz fein geschnittene und getrocknete Mohrrüben oder Kartoffeln. Leider hat ihr Mann des Öfteren ihm die geschickten Päckchen gar nicht bekommen. Die Lebensmittelversorgung in der Trutarmee war sehr gering und nicht von guter Qualität. Der Vater berichtete, dass ohne die hin und wieder bekommenen Päckchen er wahrscheinlich verhungert wäre. Der Winter in Sibirien war sehr kalt. Als der Vater bei 45 Grad Frost seinen 2 Kilometer langen Weg morgens zur Arbeit ging, gekleidet in seine Arbeitsuniform, die er brauchte, um unter Tage zu arbeiten. Wie jeden Morgen bestieg er die Gondel, um unter die Erde zu fahren,
um seiner Arbeit nachzugehen und Kohle abzubauen, was nicht ungefährlich war. Von zu Hause ist der Vater weggegangen als ein Mensch, der sich zwar evangelisch nannte, aber mit Gott und Gebet nichts zu tun hatte. Gelegentlich hatte er mal in die Bibel reingeschaut. An diesem Tag, mitten in seiner Arbeit, ist seine Kopflampe kaputt gegangen und plötzlich war alles dunkel um ihn herum und so still, dass er dachte, er hätte schon seinen Feierabend verpasst. Jetzt wollte er sich beeilen, um in die Gondel zu kommen, um noch zu erwischen, welche dreimal in 15-minütigem Abstand nach oben fuhr und danach nicht mehr. Doch es war alles so finster um ihn herum und er war so orientierungslos. Er lief und lief und plötzlich spürte er Wasser an seinen Füßen. Er wollte sich umdrehen und zurückgehen, doch er verlor mehr und mehr die Orientierung und ging stattdessen immer tiefer in das Wasser hinein. Als ihm das Wasser schon bis zur Brust stand, hat er aufgegeben und sprach diese Worte: Wenn du ein Gott bist, dann führe mich hier raus und dann werde ich dir dienen. Und sogleich hörte er, wie seine Frau, die gläubig gewesen war, dieses Lied sang: Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Soll ich sein der Erste, der zu Schanden wag? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, eh mich täuscht dein Wort. Er hatte gar keine Zeit gehabt, lange zu überlegen, woher das Lied kommt, sondern er ist einfach dem Gesang nachgegangen und kam somit am Ausgang an, wo gerade die letzte Gondel nach oben gezogen wurde und ihm somit das Leben gerettet hatte. Viele der Männer kamen dort ums Leben, unter anderem auch seine zwei Brüder. Oben angekommen, musste er, so nass wie er war, bei minus 45 Grad ganz nass zu seiner Kaserne zurückgehen. Durch diese Umstände war der Vater auch an Knochentuberkulose erkrankt. Im Jahr 1947, nach Kriegsende, durften die noch letzten lebenden Männer aus der Trutarmee zu ihren Familien nach Hause zurückkehren. Die Freude war groß, als die Familie beieinander war. Doch viele aus ihrem Dorf blieben als Witwen und Waisen zurück. Sein Versprechen, Gott zu dienen, hat der Vater eingehalten. Er ist zum Gottesdienst mitgegangen und hat auch den Heiligen Geist bekommen. Frieda hatte vieles lernen dürfen von ihrer Mutter, die eine überzeugte Christin war. Sie hatte einen großen Glauben in ihre Kinder hineingelegt. Sie sagte: Wenn du betest und nicht glaubst, dann bist du nicht ein Kind Jesu. Wenn du betest, dann musst du glauben. Egal wo ihr seid, welche Schwierigkeiten sein werden, nur beten. Nur der eine hilft, andere können nicht helfen. Nicht so, wie Jesus hilft. Als Frieda 12 Jahre alt war, ist ihre Mama und Oma zum Gottesdienst gegangen und sie musste im Keller die Kartoffeln sortieren. Sie wollte so gerne mit, aber damals durfte man es nicht, weil die Gottesdienste für Kinder zu besuchen, als auch für Erwachsene, als verboten galt. Deshalb musste dies heimlich geschehen und vor allem ohne Kinder. Sie durfte gelegentlich mal mit, aber sehr selten. Mit ihrer Oma konnte sie viel über die Taufe mit dem Heiligen Geist sprechen und über Gott. Somit entschloss sich Frieda, an diesem Abend alleine in dem Keller dafür zu beten. Als sie betete, wurde es plötzlich lichtumhell um sie herum in ihrem Keller und sie hat angefangen, in Zungensprachen zu beten. In dem darauffolgenden Jahr, im Sommer, hat Frieda mit 13 Jahren die Wassertaufe angenommen. Danach bekamen auch ihr Vater und ihre Mutter den Heiligen Geist. Mit 22 Jahren heiratete Frieda einen jungen Mann aus Maskolensko. Der Vater verstarb an seiner Krankheit mit 68 Jahren. Frieda und ihr Mann bekamen gemeinsam 8 Kinder und lebten ihr Leben für Gott. Mit 52 Jahren kamen sie mit ihrer Familie hierher nach Deutschland. Nach 62 gesegneten Ehejahren verstarb ihr geliebter Mann, von dem sie sich leider noch nicht einmal verabschieden konnte, weil sie selbst Corona-bedingt im Krankenhaus lag. Zum heutigen Zeitpunkt ist Frieda überglücklich über 36 Enkeln und 44 Urenkeln. Es kann schon mal vorkommen, wenn Frieda heute alleine in der Küche an ihrem Tisch sitzt
und ein Stück Brot essen möchte und feststellt, dass es anfängt zu schimmeln, dann kann sie es nicht übers Herz bringen, dieses Brot einfach wegzuschmeißen. Sie schneidet den Schimmel ab und isst den Rest auf. Für uns heutzutage vielleicht total unverständlich. Aber für jemanden, der Hunger am eigenen Leib erfahren hatte, ist es verständlich. Wenn Frieda heute die Möglichkeit hätte, würde sie uns allen und vor allen Dingen den jungen Leuten aus ihrer Lebenserfahrung Folgendes sagen wollen. Nicht nachlassen, nicht halb in der Welt sein und halb bei Gott. Und geht mit dem Essen sorgfältig um. Das Zeugnis von einer Schwester aus unserer Gemeinde. Ich denke, wenn wir dieses Zeugnis von unserer Schwester Frieda hören, ich denke, das bewegt uns alle. Und ich denke, wir sind dankbar, dass wir in so einer Situation nicht leben, sondern dass wir viele Dinge haben, die uns Gott geschenkt hat. Und ich denke, an dieser Stelle können wir zusammen sagen, preis dem Herrn für das, was wir haben. Wir lesen auch in der Bibel über eine Ernte, über die wir nicht danken sollen, sondern bitten sollen. Und zwar lesen wir Matthäus im 9. Kapitel, die Verse 37. Ich möchte die jetzt nicht lesen, sondern da spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige da. Und ihr sollt den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter schickt. Jesus will, dass wir hier, oder spricht hier zu seinen Jüngern und sagt, guck mal, es sind in der Zeit, in der ihr lebt, es sind so viele Menschen da, die Hilfe brauchen, die irgendwie die alleine da sind, die Nöte haben und ihr könnt ihnen helfen. Aber es sind viel zu wenige Leute da, die denen helfen möchten. Und ihr, die ihr diese Möglichkeit habt, ihr sollt helfen. Und wir sehen hier so ein biblisches Prinzip, wo Jesus sagt, darum bittet ihr den Herrn, dass er Arbeiter schicken soll. Bittet ihr, und wir sehen das in der Bibel immer wieder, dass wenn Christen bitten, dass Gott etwas in Bewegung setzt. Und das ist gleich das, wir möchten gleich gemeinsam ein Lied singen, wo es darum geht, dass Gott Arbeiter in sein Arbeitsfeld senden soll, damit anderen Menschen geholfen wird, dass andere Menschen von der Liebe Gottes hören sollen. Und danach werden wir ein Gruppenlied von Simon Afanasiev hören, aber vorher singen wir gemeinsam ein Lied. Lasst uns gemeinsam aufstehen und das Lied singen. Lasst uns frisch und frischer. Lasst uns frisch und frischer an die Arbeit gehen, denn als Menschenfischer will der Herr uns sehen. Lohnen der Beschwerden, seliger Beruf, den der Herr auf Erden für die Seinen schuf. Schön ist das Leben für den Herrn, ihm sei's gegeben, ganz und gern. Er gibt zum Werke das Gedeihen, sein ist die Stärke, ewig sein. Als die Lebensboten heißt der Herr uns gehen, zu den geistlich Toten, die das Heil nicht sehen, ihnen zu erzählen von der Gottesgnade, bis auf sie erwählen diesen Himmelspfad. Schön
das Leben für den Herrn, ihm sei's gegeben ganz und gern. Er gibt zum Werke das Gedeih, sein ist die Stärke, ewig sein. Haben sich auch viele nach irdischem Lohne unsere Hoffnung steht, sondern nach der Krone, welche nie vergeht. Schön ist das Leben für den Herrn, ihm sei's gegeben ganz und gern. Er gibt zum Werke das Gedeihen, sein ist die Stärke. Lasst uns trotz des Spottes keine Mühe scheuen, um als Kinder Gottes Liebe auszustreuen. Da wo Glauben, Hoffen, Lieben sich vereint, stehen die Wege offen, ehe man es meint. Schön ist das Leben für den Herrn, ihm sei's gegeben ganz und gern. Er gibt zum Werke das Gedeihen, sein ist die Stärke, ewig sein. Sieht man die Schönheit der Welt, so vieles, das uns gefällt und das uns den Alltag erhält. Sonnenschein, die Blumen am Wegesrand, so viel gibt es in unserem Land und alles ist aus Gottes Hand. Danke, Herr, wir haben es nicht verdient, dass du uns so viel Schönes gibst und dass du uns trotz all unserer Schuld doch so unendlich liebst. Danke, wir merken es jeden Tag, du bist immer und überall da. Dafür bringen wir dir unseren Dank, jetzt und lebenslang. Jedes Jahr die Ernte auf unserem Feld, und doch gibt es auf dieser Welt Länder, wo einiges fehlt. Lasst uns immer dazu bereit sein, das, was wir haben, zu teilen. Dann können wir uns mehr drüber freuen. Danke, Herr, wir haben es nicht verdient, dass du uns so viel Schönes gibst und dass du uns trotz all unserer Schuld doch so unendlich liebst. Danke, wir merken es jeden Tag, du bist immer und überall da. Dafür bringen wir dir unseren Dank, jetzt und lebenslang. Früchte sieht man an so manchem Baum, und wenn wir uns weiter umschauen, merkt man, auf Gott kann man vertrauen. Immer noch gibt er uns jeden Tag, was jeder braucht ohne Bedarf. Hast du ihm schon dafür gedankt? Danke, Herr, wir haben es nicht verdient, dass du uns so viel Schönes gibst
dass du uns so viel Schönes gibst und dass du uns trotz all unserer Schuld doch so unendlich liebst. Danke, wir merken es jeden Tag, du bist immer und überall da. Dafür bringen wir dir unseren Dank, jetzt und lebenslang. Preis dem Herrn. Wir lesen in der Bibel so eine ganz bekannte Begebenheit, wo Jesus 10 Aussätzige heilt. Und diese 10 Aussätzigen, sie gehen wieder ihren Weg und ein einziger, er kommt zurück und bedankt sich bei Jesus. Und Jesus stellt ihnen die Frage, wo sind die anderen 9? Die anderen 9 sind einfach gegangen und haben ihr Leben weitergelebt. Sie haben es nicht für nötig gehalten, wieder zurückzukommen und sich für das zu bedanken, dass sich ihr Leben schlagartig verändert hat, dass sich ihr Leben von etwas sehr Negativen in etwas Positives verwandelt hat. Und ich denke, wenn wir das vielleicht lesen, dann sagen wir, okay, wie undankbar waren diese Menschen. Aber wenn wir auf uns selber mal schauen, dann sehen wir, dass es in unserem Leben vielleicht oftmals genauso ist. Wir beten und kommen zu Gott und bringen unsere Nöte vor ihm und bitten, dass er uns hilft, dass er in unserem Leben etwas verändern soll, dass er uns etwas geben soll. Aber wenn es um das Danken geht, dann fällt unser Gebet vielleicht ganz schwach aus. Vielleicht nur in einem einzigen Satz. Vielleicht auch, wenn wir nach dem Gottesdienst die Dankgebete machen. Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wofür beten wir mehr? Für das, was wir haben wollen, für die Geschwister, die vielleicht krank sind oder für diejenigen, die danken wollen. Und wir möchten heute ganz besonders diesen Dank Jesus bringen. Und wir werden gleich von dem Chor ein Lied hören, wo es darum geht oder die Worte ausgesprochen werden. Mein Jesus, wie wunderbar bist du. Wie wunderbar bist du, dass du all das uns gibst und auch wo wir vielleicht mit einem undankbaren Herzen vor dir kommen, dass du trotzdem in der nächsten Situation nicht darauf schaust, sondern gnädig zu uns bist und uns wieder reichlich befüllst. Nach dem Chorlied werden wir ein Lied hören von unseren Geschwistern aus der Ukraine. Jesus, wie gut.
Всякий раз я смотрю на небес высоту. Сколько тайн, их постигнуть никак не смогу. Среди сотен и тысяч людей на земле ты создал свою церковь в простом городке. Сколько душ, сколько судеб под крылья собрал. Как птенцов ты растил нас, растил, согревал, чтоб однажды оставить греховный безлёд. Наши души взлетели в духовный полёт. Ты доселе помог нам, Господь, здесь поставим мы камень памяти. Сколько лет ты хранил дух и плоть и водил нас на славу. Ты доселе помог нам, Господь, мы на миг возвратимся в прошлое и поймем, нам ты дал побороть невозможное, как возможное. Было все на тернистом и узком пути. Часы, мы не знаем, когда ты придешь. Может, шаг, может, вздох, и ты наш заберешь. Позади много лет, впереди нам не знать. Но пока время есть, мы хотим воспевать.
Ты доселе помог нам Господь. Здесь поставим мы камень памяти, столько лет ты хранил дух и плоть, и водил нас на злачные пажити. Ты доселе помог нам Господь, мы на миг возвратимся в прошлое и поймем, нам ты дал побороть невозможное, как возможное. Bevor wir gleich ein Chorlied hören und danach die Schlusspredigt hören werden, möchten wir noch einmal gemeinsam ein Lied singen. Und zwar singen wir aus dem geistlichen Liederbüchern das Lied 222. Das ist ein Lied in der russischen Sprache, wo es darum geht, dass Gott uns völlig ausstattet mit Speise, mit der leiblichen Speise, also mit Nahrung, die wir brauchen, damit wir leben. Danach geht es darum, dass Gott uns geistliche Speise gibt, damit wir etwas für ihn tun können. Zusammengefasst geht es in dem Lied darum, dass Gott uns alles gibt, damit wir etwas für ihn tun können, damit wir für ihn leben können, dass von seiner Seite aus alles gegeben ist, damit du und ich für ihn leben. Und das ist jetzt die Frage an uns: Was machen wir damit? Was machen wir mit dem, was Gott uns gegeben hat? Nehmen wir das in Dankbarkeit an oder als einfach eine Selbstverständlichkeit? Und wir möchten jetzt gemeinsam aufstehen und dieses Lied singen, aus dem geistlichen Liedern 222. Thank you.
Preis dem Herrn. Wunderbar schönes Lied, wo der Liederdichter ausgesprochen hat, O Gott, mein Herr, wie herrlich sind deine Werke. Gott hat alles geschaffen für den Menschen, dass der Mensch Freude hat in dem, was wir heute sehen. Wir haben eine wunderbar schöne Früchte. Wir können sie in jede Zeit für sich besorgen und zu sich nehmen. Wir haben Freude daran. Heute ist ein Erntedankfest. Wir werden heute unser Gottesdienst etwas länger, nicht wie immer gewöhnlich ist am Sonntag, also 11.30 Uhr sagen wir Amen. Heute werden wir ein bisschen länger. Eigentlich auch nicht so lange, wie einmal Gott befohlen hat, den Volk Israel feiern. Und wie lange haben sie gefeiert, das Erntedankfest? Wer weiß? Eine ganze Woche, ja? Erster Gottesdienst, ein Gottesdienst, die Ehre denn geben, eine Woche wohnen in Laubhütten und am Ende noch ein Gottesdienst. Eine ganze Woche. Wir werden heute nur 2 Stunden. Ist gar nicht lange. Kinder, für euch ist es ganz besonders, wenn ihr ganz gut wird sein und noch essen und nach einem Feiertag, diesen Festes, weißt du, was ihr dürft? Von diesen hier Früchte auch nehmen und ganz besonders das, was ihr noch nicht gesehen habt, nach Hause bringen oder hier essen, ist ein ganz besonderer Tag für euch. Wir haben heute ein Dankfest. Das ist eigentlich nicht, dass der Mensch denkt, das ist so gewohnt, dass der Mensch hat das gedacht. Eigentlich Gott hat es dem Volk Israel befohlen, dass dieses Fest gefeiert wird. Ich lese einen Vers aus 2. Buch Mose, 23. Kapitel, den 16. Vers. Das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Feld gesät hast, das Fest des Einsammelns am Ende des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit von Feld eingesammelt hast. Das ist ein Fest. Heute auch in Israel ist Ende September, Anfang Oktober ein Fest der Dankfest. Und das ist das Ende des Jahres. Wir sind heute hier, wir feiern, weil Gott diesen Befehl gegeben hat. Ja, viele Menschen feiern und denken, das ist eine Gewohnheit oder jemand hat gedacht, Bruder Pascal hat gesagt, die Römer haben gefeiert. Eigentlich diesen Befehl hat Gott gegeben ungefähr vor 3500 Jahren, wo das Volk Israel wurde rausgeführt oder noch in die Wüste gewesen war, von Ägypten rausgeführt wurde. Und da sagte Gott, dass sie sollen dieses Fest halten, wo die ganze Ernte gesammelt ist. Wisst ihr, heute auch die Landwirte, die feiern dieses Fest. Auch in verschiedene andere Religionen wird gefeiert, das Fest. Ich kann mich erinnern, wo wir in Russland gelebt und gewohnt haben, bei uns in den Garten war ein Wald und da war dieser Erntedankfest, Sambantui. Und da wurden geehrte Männer, die gute Ernte gesammelt haben, der Agronom, der Präsidentin aus Kolchose, die wurden geehrt, weil gute Ernte war. Und wo die Ernte nicht so gut war, da haben sie geschwiegen. Da war Schuld die Natur. War kein Regen rechtzeitig, die Sonne hat nicht so gescheint. Und einer von denen hat mal gesagt, wenn gute Ernte ist, dann sind wir Agronomen. Und wenn schlechte Ernten, dann verstecken wir sich in die Sträuche. Und so ist es bei Menschen ganz oft. Wenn was Gutes, wir können einen dem anderen loben. Ein Landwirt hat mal ausgesprochen, sagte, ja, einige Jahre, ein nach dem anderen, ich habe genauso das Feld bearbeitet. Ich habe genau diesen Düngemittel hineingetan in den Boden. Und die Ernte war nicht so. Und in diesem Jahr ist es ganz besonders. Was ist der Grund?
weil Gott gesegnet hat. Gott hat rechtzeitig den Regen gegeben, Gott hat zu seiner Zeit die Sonne gegeben und die Erde hat diese Frucht gegeben, uns Menschen. David hat einmal ausgesprochen in seinem 65. Psalm, ich lese den 10. und den 11. Vers. Er sprach ganz genau aus, du suchst das Land heim und wässerst es und macht es sehr reich. Gottes Brunnen hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide wohl geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und befeuchtest sein Geflügel. Mit Regen machst du es weich und segnest dein Gewächs. David hat keinen Zweifel gehabt, dass alles, was geschieht auf dieser Erde, hängt von Gott ab. Gott hat die Erde geschaffen für den Menschen, dass er richtig umgeht mit diesem Land, mit Getreide, mit alles Wachstum, was auf diese Erde gegeben hat. Noch kein einziger Landwirt hat irgendwelche Gewächse ausgedacht und hat ein Wachstum gegeben. Das funktioniert nicht. Alles, was wächst, der Landwirt, der Mensch, welcher sieht oder der auch nicht sieht, kann ernten gehen. Und da weiß jeder, wenn Gott nicht segnet, wenn Gott sein Gedeihen nicht gibt, ist der Mensch kraftlos. Und sehr wichtig ist es, dass wir auch Menschen erkennen und verstehen, dass alles, was wir sehen, das, was wir nehmen zu sich, mit das wir Freude haben, das, was unsere Tische voll sind, dass wir die Ehre den Herrn geben. Wir haben gehört heute nur ein Zeugnis, wo die Leute in diese schweren Zeiten damals gewesen waren und ein Stückchen Brot, wenn sie bekommen, Freude haben. Ich bin in einigen Zeiten, in diesen Jahren, mehrere Orte gewesen und Verschiedenes gesehen. Und jetzt, letzten Mittwoch, wir sind von aus Moldawien gekommen. Ich habe nicht gedacht, ich habe gehört, aber da, wo wir einige Häuser besucht haben, dachte, ist es wirklich so? Ist die Armut so? Und ein Grund ist, weil die Leute sind alleine geblieben. Die haben sein ganzes Leben geschuftet und jetzt sind sie alleine. Und keiner ist da, der hilft und unterstütze. Und gibt es immer auf der Erde, wo Menschen sind, die Gott lieben, die Gott dienen und genauso auch wissen ganz genau, dass man helfen muss. Immer sind es unter uns und wenn auch weit ferne von uns sind, die Leute, die suchen, die brauchen das tägliche Brot. Vor einer Zeit, wo wir in Afrika waren und nicht einmal schon diesen Heim besucht haben und nicht einmal den Kindern diesen Fest gemacht haben, besonders feiern. Und einmal haben wir die Frage gestellt, welchen Wunsch habt ihr? Was wollt ihr, also das auf eure Tische ist? Und ein Kind sagte, ich möchte wenigstens einmal in die Woche Brot bekommen. Also das ging durch das Herz, einmal in die Woche Brot bekommen. Leider müssen wir zugeben, dass in unserem Wohlstand viele Leute tun das Brot in die Mülltonne werfen. Braune Mülltonne ist extra für Abfälle. Brot gehört da nicht. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern, dass wir oder unsere Kinder und unsere Nachkommen nicht werden in diese Zeit hineinkommen, wieder, dass sie das Brot suchen. Das ist eine Sünde vor Gott, welche wir sich erlauben und Menschen und nicht nachdenken. Ja, Deutschland ist ein Land, der gesegnet ist. Und wie viele Sorten des Brotes hat Deutschland? Ich bin in Zweifel, dass noch ein Land so viel Sorten von Brot hat.
Das heißt noch lange nicht, dass die Deutschen so gut sind und so fähig und so fleißig. Gott hat gesegnet zu seiner Zeit. Aber Gott kann diesen Korb auch wegnehmen. Wir leben in einer Zeit, wo auch viele hungern. Auch nicht alle in Deutschland haben so viel auf den Tischen, wie ich und du hast. Ja, das ist eine Zeit. Aber die Botschaft unseres Herrn Jesu Christus war anders. Die Botschaft von Jesus Christus war ganz anders. Und in Matthäus 13. Kapitel, der 39. Vers, wo Jesus erklärte und sagte ganz besondere Worte: Die Ernte ist das Ende der Welt. Wir haben heute schon gehört, dass gibt's noch eine Ernte. Heute freuen wir sich über die Ernte dieses Landes, diese Erde. Nicht alles ist hier in diesem Lande, in unserem Stand oder unsere Landwirte bekommen Obst, Früchte und verschiedene Getreide. Aber wir können es heute bekommen. Und morgen kann es auf einmal weg sein. Und Jesus Christus, der diese Predigt oder zu den Jüngern gesagt hat, dass noch eine Ernte wird sein, da wird es uns Menschen treffen. Und das wird Ende der Welt sein. Das kommt ein Ende. Wir sind auf dieser Erde. Wir Menschen sind auch so unterschiedlich. Sind gute Menschen, sind schlechte, sind nicht so schlecht. Und Jesus Christus hat über einen Baum gesprochen. In 12. Kapitel Matthäus, den 33. Vers. Entweder macht der Baum gut, dann wird die Frucht gut. Oder macht der Baum schlecht, dann wird die Frucht schlecht. Dann an der Frucht erkennt man den Baum. Wir kennen diese Bibelstelle. An Baum erkennt man die Frucht. Wir haben auch in unserem Land, vielleicht im Garten jemanden, verschiedene Früchte, auch Obst, welchen in unserem Garten ist. Wir sehen, dass nicht jede Frucht gut ist. Ich habe drei Äpfel mitgebracht. Ein Apfel, denke ich, ist sehr gut. Er sieht ganz schön aus. Das ist ein Apfel, welcher ohne Maden ist, nicht kaputt ist. Dann habe ich den zweiten Apfel. Der sieht nicht ganz so gut und er ist ein bisschen weicher. Ich denke, ich weiß es nicht, aber ich denke, das sieht so aus, dass er innerlich kaputt ist. Und von außen sieht man nichts. Und der dritte Apfel, der ist auch von außen kaputt. So ein Apfel werden wir nie auf unseren Tisch nehmen, so gar nicht aufheben, wir lassen ihn. Oder er kommt in die Mülltonne. Wir als Menschen sind so unterschiedlich und Jesus Christus spricht am guten Baum. Und im 13. Kapitel, den 23. Vers, da sagt Jesus, bei dem aber auf das gute Land gesät wurde, das ist der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100 hundertfach, der andere aber 60-fach, der andere 30-fach. Hier gibt Jesus Christus die Erklärung, wo er spricht über Gleichnis, wo der Seemann gegangen ist, einer ist auf dem Feld gefallen, einer ist unter die Dornen gefallen, einer zwischen die Steine und einer auf den gutes Land. Liebe Brüder und Schwestern und alle Zuhörer, wie sieht es mit mir? Wie sehe ich aus? Heute hier im Gottesdienst, ich denke, von außen sehen wir alle sehr schön und sehr gut. Aber die Bibelstelle spricht uns, welchen Zustand der Mensch kann haben. Welchen Zustand ist er? Und in Lukas,
Lukas, den 6. Kapitel, den 45. Vers. Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz sein Herzens Gutes hervor, und ein böser Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens Böses hervor. Der von das Herzen voll ist, davon geht der Mund über. Jesus Christus beschreibt einen Menschen und sagt, ein Zustand seines Herzens. Und das kommt irgendwann raus. Er zeigt sich, in welche, wer er ist, was ist in seinem Herzen. Und sagt, in guten Menschen kommt Gutes heraus. In schlechten kommt das Schlechte oder das Böse raus. Und in Galater 5. Kapitel, den 22. Vers, wo Apostel spricht hier, was heißt, gute Früchte zu haben. Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wie wichtig ist es, dass wir diese Eigenschaften haben? Und aus Natur unseres Menschen, wir alleine werden es nicht schaffen und ist sogar schwer. Durch die Kraft Gottes haben wir diesen Vorteil und bitten um Gott, Herr, helfe mir, dass ich in meinem Leben gute Früchte bringe, dass nichts Faules von meinem Herzen herausgeht, nichts Böses, und dass ich ein Mensch bin, voll mit Liebe und Freude, dass ich Geduld übe, Freundlichkeit ist meine, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit gegen die das Gesetz, gegen das ist das Gesetz nicht. Liebe Zuhörer, heute können wir sich prüfen. Heute stehen wir vor dem Herrn. Und wenn wir lesen, Markus, da schreibt oder der Jesus Christus spricht solche Worte. Welchen Zustand ist der Mensch, wenn er lebt ohne Gott? Was Markus 7. Kapitel von 20. Vers, 3 Verse. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von ihnen, aus den Herzen der Menschen, kommen böse Gedanken heraus. Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Das kommt von Menschen raus. Das ist die Natur eines Menschen. Jesus Christus ist gekommen auf diese Erde, dass wir frei werden von diesen bösen und falschen innerlichen Zustand. Gott möchte heute auch in dieser Zeit, wo wir feiern das Erntedankfest, dass wir erinnern sich an die Zeiten, welche unsere Vorväter gelebt haben, in die Zeiten, welche heute so viele Millionen Menschen sterben auf dieser Welt. Viele Kinder sterben, weil sie tagelang kein Essen haben, nichts haben. Wir sind heute in einem Wohlstand. Wir haben mehr, als wir brauchen. Wir haben mehr, als wir brauchen. Wir können vielleicht jahrelang kein Weintrauben haben oder einen Apfel oder Pflaumen und noch was, alles ist hier. Wir schaffen, aber wir brauchen Brot. Und genau auch der innere Mensch, der braucht Brot. Welchen Brot? Das Brot ist das Wort. Gott redet heute zu uns. Und ich möchte noch die letzte Bibelstelle lesen, wo der Schreiber in Hebräer, den 12. Kapitel und 15. Vers spricht. Er wendet sich zu den Menschen. Hebräer 12, 15. Und achte darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch diese Verunreinigung werden. Hier spricht er, dass wir selber aufpassen, dass nichts
Schweres, Schlechtes verwurzelt ist in unseren Herzen, nicht nur uns Schaden bringt, auch die um uns sind. Hier warnet er, dass wir achten. Wir haben heute die Möglichkeit, wir können prüfen sich, wir können achten und dass wir hören die Botschaft, welche Jesus Christus gesagt hat, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Ernte ist das Ende der Welt. Und da, wo Jesus Christus den Befehl gibt den Engeln, durch diese Erde gehen und diese Ernte sammeln, da wird nicht geachtet und nicht gefragt, warst du gut oder böse? Hast du noch die Möglichkeit, sich verbessern? Ist vorbei. Da ist die Ernte. Genauso wie heute auf den Feldern, wenn irgendwelche Getreide, auch Unkraut dazwischen ist, das wird geerntet und kommt alles in eine Stelle und wird getrennt. Liebe Zuhörer, lasst uns achten auf zwei Dinge. Wir sind satt, dass wir nicht vergessen, die Ehre den Herrn geben. Wir sind satt und dass wir Gott danken an jedes Mal, wenn wir die Speise annehmen. Lasst uns danken Gott, dass wir und unsere Kinder und unsere Kindeskinder, unsere ganzen Nachkommen, brauchen nicht betteln am Brot. Und dass wir den Kindern beibringen, nicht alle haben so gut. Dass wir den Kindern beibringen und selber achten und ein Beispiel sind, dass wir das Brot nicht wegwerfen, das kann schlimm werden. Gott bewahre uns. Und das Allerwichtigste ist, dass wir werden einmal die Ernte der Erde erleben, wo Jesus Christus diesen Befehl geben wird, uns Menschen, in welchem Zustand wir sind, sind wir gut oder böse? Bringen wir gute Früchte oder schlechte Früchte? Die Ernte wird kommen. Heute haben wir diese Möglichkeit und achten. Darum, der Schreiber zu Hebräer sagt, achte darauf, dass du nicht jemand Gottes Gnade versäumt. Das ist das Schlimmste. Wenn wir die Gnade Gottes versäumen, dann ist die ewige Verderben und Gott bewahre. Jetzt möchte ich uns alle aufrufen zu einem Gebet, dass wir Gott danken für seine Gnade, dass wir heute in dieser Stunde, in diesem Gottesdienst dabei dürften sein und die Möglichkeit haben und der Geist Gottes hat uns berührt, dass wir hierher kommen. Und wenn es auch durch jemanden, du wurdest eingeladen, Gott redet heute zu uns. Gott redet heute zu uns. Nicht, dass wir auch in unserem Leben irgendwann werden bitterlich weinen und sagen, Herr, wir haben versäumt. Und schrecklich ist, wenn wir versäumen, die Ewigkeit. Lasst uns beten. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Nimm bitte noch kurz Platz.